Dieses Video hat eine Lösung mit Erklärung. Schreiben Sie Ihre Meinung in Kommentare. Deutschtest für Zuwanderer hören, Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel. Guten Tag, Frau Baumgart. Hier ist Peter Lieberts von der Firma Sinus. Sie haben sich bei uns als Mitarbeiterin in unserem Callcenter beworben. Wir haben Ihre Bewerbungsunterlagen durchgesehen und möchten Sie zu einem Kennenlerntag am Mittwoch, den 8. März, einladen. Das heißt, Sie kommen einfach vorbei und schauen sich an, wie wir hier arbeiten. Falls Sie Fragen haben, rufen Sie bitte Frau Heine unter der Nummer 474819 an. Auf Wiederhören. Nummer 1. Guten Tag, Frau Jong. Hier ist Frank Reiche von Ihrer Sparkasse. Wir haben ein Angebot für ein neues Girokonto. Ich würde Sie gerne persönlich darüber informieren. Können Sie vielleicht morgen bei uns vorbeischauen? Heute bin ich leider unterwegs. Vielen Dank. Nummer 2. Guten Tag, Frau Leonard. Hier ist Peters vom Bürgeramt. Ihr neuer Reisepass ist fertig und Sie können ihn abholen. Wir haben Montag bis Mittwoch von 9 bis 13 Uhr geöffnet und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Freitags haben wir nicht geöffnet. Auf Wiederhören! Nummer 3. Guten Tag. Sie sind verbunden mit den Stadtwerken Frankfurt. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Sie erreichen unsere Mitarbeiter Montag bis Mittwoch von 13 bis 17 Uhr sowie Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Vielen Dank und auf Wiederhören. Nummer 4. Hallo, Herr Thalmann. Hier ist die Zahnarztpraxis Dr. Lang. Herr Thalmann, Sie haben ja am Donnerstagnachmittag einen Termin bei uns. Leider müssen wir den Termin verschieben, weil der Doktor seit heute krank ist.
Können Sie uns bitte zurückrufen? Vielen Dank. Ende von Teil 1. Dieses Video hat eine Lösung mit Erklärung. Schreiben Sie Ihre Meinung in Kommentare. Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Und hier haben wir einen Tipp von unserem Hörer Ralf Schneider zum Thema Ernährung. Er schreibt: Um mich gesund zu ernähren, kaufe ich Obst und Gemüse oft auf dem Markt. Da weiß ich, woher es kommt, und oft ist es sogar günstiger als im Supermarkt. Außerdem trinke ich viel Früchtetee, aber keine Limonaden. Mir geht es sehr gut damit. Nummer 6. Und hier noch eine Wetterwarnung. In ganz Deutschland kann es heute Nacht zu Unwettern mit schweren Sturmböen, Hagel und Platzregen kommen. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen und bleiben Sie nach Möglichkeit im Haus. Im Norden beruhigt sich das Wetter morgen Vormittag wieder. Im Süden kann es aber nochmals schwere Gewitter geben. Seien Sie daher im Süden auch morgen vorsichtig. Nummer 7. Jetzt neu in Ihrer Stadt. Möbel Franz am Stadtgarten. Am kommenden Montag feiern wir unsere Eröffnung und Sie sind herzlich eingeladen. Ab 10 Uhr erwarten wir Sie und servieren Ihnen kostenlos Kaffee. Für Kinder gibt es eine Tombola mit einem Fahrrad als Hauptgewinn. Und auf alle warten sensationelle Möbelangebote, teilweise bis zu 50% Rabatt. Das gibt's nur am Montag und nur bei uns. Nummer 8. Und hier eine Meldung für alle, die heute mit Bussen und Bahnen in München unterwegs sind. Wegen eines Streiks fahren ab 12 Uhr keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ab 14 Uhr gibt es dann einen Ersatzverkehr für die wichtigsten Strecken. Beachten Sie bitte, dass es zu längeren Fahrzeiten kommen kann. Weitere Informationen zum Ersatzverkehr finden Sie ab sofort auf unserer Internetseite.
Nummer 9. Hier die Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Samstagabend gibt es in der Stadthalle Rockmusik mit rollende Steine. Beginn ist um 20 Uhr. Es gibt noch Karten. Sonntag ist im Hallenbad Familientag. Kinder bis 12 Jahre zahlen in Begleitung ihrer Eltern keinen Eintritt. Ebenfalls am Sonntag ist auf dem Marktplatz ein großer Flohmarkt. Man kann nicht nur vieles finden, sondern auch selbst etwas verkaufen. Ende von Teil 2. Dieses Video hat eine Lösung mit Erklärung. Schreiben Sie Ihre Meinung in Kommentare. Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Guten Morgen allerseits. Wir haben heute einen anstrengenden Tag vor uns, deshalb wollen wir die Besprechung so kurz wie möglich halten. Ich hätte folgende Punkte: neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Neuaufnahmen, Schichtplanung. Hat jemand noch ein Thema? Ja, ich. Ja, Herr Rothgerber? Da ich mit meinen Kindern die Ferien planen muss, würde ich gerne meinen Urlaubsantrag bald abgeben. Nummer 10 und 11. Guten Tag, Herr Becker. Ich bin Melanie Erdmann, die Personalmanagerin von Meistertech. Guten Tag, Frau Erdmann. Erzählen Sie mir doch mal, was Sie über unseren Betrieb so wissen. Sie sind der größte Elektronikhändler in Süddeutschland und haben über 5000 Mitarbeiter. In den nächsten Jahren wollen Sie 4 weitere Elektrogeschäfte eröffnen. Als Elektrikermeister würde ich sicher gut in Ihr Team passen. Sie haben sicher gut über unsere Firma informiert. Wann haben Sie denn Ihre Meisterprüfung gemacht? Vor 3 Jahren. Danach habe ich bei Elektro Busch gearbeitet. Aber leider wird die Firma im Sommer schließen. Sie könnten also im August schon bei uns anfangen? Ja, das geht. Meine Firma schließt am 30. Juni. Sie wissen, dass wir ein neues Geschäft in Stuttgart eröffnen. Können Sie sich vorstellen, umzuziehen? Natürlich. Im Juli könnte ich mir dann eine Wohnung in Stuttgart suchen. Nummer 12 und 13.
Herr Schneider, haben Sie mal einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Worum geht es denn? Herr Schneider, Sie wissen ja, dass wir nächste Woche ein neues Computerprogramm bekommen. Ja? Nun, und Sie wissen auch, dass alle Angestellten unserer Bank eine Fortbildung machen sollen, damit sie das Programm bedienen können. Mhm. Nun habe ich gesehen, dass Sie noch nicht bei der Fortbildung waren. Ja, ich war doch krank. Dieser Husten und dann auch noch das Fieber. Ja, ja, ich weiß. Aber deshalb gibt es ja am nächsten Freitag nochmal einen neuen Termin. Für alle, die die Fortbildung noch nicht gemacht haben. Oh, gut. Dann gehe ich auf jeden Fall hin. Wunderbar. Was macht eigentlich mein Urlaubsantrag? Den habe ich heute Morgen unterschrieben. In 3 Wochen geht es los, nicht wahr? Richtig. Wir fliegen in den Süden. Nach Mallorca. Nummer 14 und 15. Also, Herr Tomacek. Ist es was Schlimmes? Nein, nein, überhaupt nicht. Sie haben eine Angina. Eine was? Eine Halsentzündung. Ist das gefährlich? Ich kann ja kaum noch sprechen. Und genau deshalb sollten Sie das auch nicht tun. Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Sie sich an meine Anweisungen halten, sind Sie spätestens in 2 Wochen wieder topfit. Aber dann kann ich ja nicht arbeiten gehen. Nein, in dieser Woche auf keinen Fall. Ich werde Sie krankschreiben. Vielen Dank. Und dann brauchen Sie viel Ruhe und Schlaf. Trinken Sie Tee und Wasser und essen Sie vor allem Obst und Suppen. Mach ich. Aber die Sachen sollten auch nicht zu heiß sein. Das wäre nicht gut. In Ordnung. Wir sehen uns dann Ende der Woche nochmal. Auf Wiedersehen, Herr Tomacek. Auf Wiedersehen. Nummer 16 und 17. Ach, guten Tag, Frau Reinhardt. Gut, dass ich Sie hier im Treppenhaus sehe. Hallo, Herr Meister. Was gibt's denn? War die Musik gestern Abend etwa zu laut? Nein, also doch. Genau darüber wollte ich mit Ihnen reden. Aber es war ja auch Samstag. Und Ihre Tochter ist auch nicht immer leise. Ja, ich verstehe das. Aber wissen Sie, meine kleine Tochter hat Grippe. Und da soll sie viel schlafen. Und gestern, naja... Ach, warum haben Sie das nicht einfach gesagt? Das ist doch selbstverständlich. Dann werde ich in den nächsten Tagen besonders leise sein. Das ist sehr nett von Ihnen. Es ist mir ja schon etwas unangenehm. Schließlich war die Musik ja wirklich nicht sehr laut. Das ist doch kein Problem. Und gute Besserung für Ihre Tochter. Ende von Teil 3. Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F.
Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Immer mehr Menschen in unserer Stadt fahren mit dem Bus oder der Straßenbahn. Das sagen die Verkehrsbetriebe der Stadt. Ab dem nächsten Jahr soll es deshalb noch mehr Linien und Haltestellen geben. Wir haben unsere Hörer zu diesem Thema befragt. Beispiel: Also, ich fahre jeden Tag mit dem Bus in die Schule. Manchmal nervt es, weil morgens alle mit dem Bus fahren. Das ist dann manchmal ein Gedränge. Naja, und sitzen kann man dann schon gar nicht mehr. Aber sonst finde ich es eigentlich ganz gut. Im Bus kann ich in Ruhe mit meinen Freunden reden. Das geht ja nicht, wenn meine Mutter mich im Auto zur Schule bringt. Nummer 18. Ich bin seit 2 Jahren in Rente. Und ich finde es ganz toll, dass es ein Angebot speziell für ältere Menschen gibt. Mit meiner Monatskarte ist es wirklich sehr günstig, Bus und Bahn zu fahren. Es ist nur schade, dass ich so weit bis zur nächsten Haltestelle laufen muss. Aber jetzt soll es ja neue Haltestellen geben. Vielleicht habe ich ja Glück. Und demnächst ist eine direkt vor meinem Haus. Nummer 19. Wir haben ja auch noch ein Auto zu Hause. Aber in die Stadt fahre ich damit eigentlich nie. Man bekommt ja sowieso keinen Parkplatz. Und wenn man einen hat, ärgert man sich nur über die Parkgebühren. Also steige ich lieber gleich in den Bus und kann ganz entspannt einkaufen fahren. Ich muss ja auch nicht darauf achten, wohin ich fahre. Ich kann einfach aus dem Fenster schauen und irgendwann aussteigen. Ich finde das super. Nummer 20. Ich bin letzte Woche mal mit dem Bus in die Stadt gefahren, weil mein Auto in der Werkstatt war. Das mache ich nie wieder. Ich habe wirklich eine Viertelstunde vor dem Automaten gestanden und wusste nicht, welche Fahrkarte ich nehmen soll. Irgendwann kam dann eine Frau und hat mir geholfen. Aber das muss doch nicht sein. Das kann man doch wirklich einfacher machen. Ende des Prüfungsteils. Hören.